Hallo Jungs und Mädels da draußen vor dem Bildschirm. Ich bin Broll und das hier wird mein allererstes Video. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Bitte tretet nicht zu hart ins Gericht. Ja, ich hatte mich schon die ganze Zeit informiert. Ja, was mache ich jetzt? Und was fehlt auf YouTube noch? Und was kann ich wohl Tolles? Und ja, da ist mir eingefallen, Med. Ich kann Med machen. Und ich habe jetzt auch mal auf YouTube geschaut. Da gibt es da sage und schreibe einen, der unglaublich toll und wundervoll und total monoton erklärt, wie man Med selber herstellt. Leute, das macht Spaß! Das ist richtig cool und man spart unglaublich viel Geld dabei. Und ich selber weiß von dem ganzen Mittelalter-Festival, wie viel Med und wie viel Geld für Med drauf geht. Und so schwer muss man es sich nicht machen. Ja, informiert habe ich mich. Wie mache ich jetzt dieses Video? Das erste Mal, mir wurde gesagt, trink immer was, nimm mal einen Schluck Wasser oder sowas. Du solltest immer die Stimme geschmeidig halten. Das tue ich jetzt auch einfach mal. Lockert auch gleich die Stimme ein bisschen. Das ist übrigens mein selbstgemachter Med. Also, die halbe Stadt findet es ziemlich geil. Ich auch. Und jetzt erkläre ich doch einfach mal, wie man das Zeug macht. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich nehme jetzt einfach mal meinen Ballerkopf aus dem Bildschirm und drehe ein bisschen die Kamera. Hier sind auf jeden Fall schon mal aufgebahrt ein paar Flaschen und, naja, was man so gebrauchen kann. Hier der Glasballon. Das ist das erste, womit ich eigentlich meinen Med gemacht habe. 10 Liter passen da rein. Hat aber irgendwann nicht mehr gereicht. Direkt daneben das Medfass. Naja. Also ich habe halt noch zwei davon unten im Keller. Dieses hier ist mit Med gefüllt. 25 Liter. Allerdings, das ist Klopapier, falls irgendwas wegflutscht. Nee, auf jeden Fall. Der Wein kann auch zwischendurch mal Krankheiten abbekommen. Hier weiß ich nicht genau, was damit passiert ist. Er schmeckt ziemlich stark nach Hefe und ich habe da ein bisschen rumexperimentiert und hoffe jetzt einfach mal, dass wenn ich das nächste Mal da probiere, das werde ich auch tun, wenn die Kamera drauf hält. Ob das Zeug dann wieder schmeckt oder noch schmeckt, wollen wir mal schauen. So langsam schwindet auch mein Medvorrat und es würde mich echt mal interessieren, ob die 25 Liter noch zu retten gingen. Daneben meine Trommel für jeden, die es interessiert. Selbst gemacht. Ich wünschte, ich könnte besser drauf spielen, als ich es im Moment kann. Gut, aber was machen wir jetzt eigentlich? Und wo stelle ich die Kamera hin? Kann man mich so sehen? Müsste man eigentlich. Ja, geht schon. Jeder weiß ja, woraus Med besteht. Einmal aus Honig, Wasser und Hefe. Das sind eigentlich die drei absoluten A's und O's. Hefe wurde jetzt gesagt, also in diesem Video, worauf ich mich die ganze Zeit berufe, was auf YouTube da unglaublich toll ist, es muss unbedingt die Reinzucht Portland Hefe aus, keine Ahnung sein. Ich habe angefangen mit stinknormaler Backhefe. Einfach die Trockenhefe aus dem Backregal bei Kaufland rausnehmen, in Wasser auflösen mit Apfelsaft und warten, bis das Zeug arbeitet und es funktioniert. Es kann natürlich später passieren, dass man dann so einen scheiß Hefegeschmack hat, wie in meinem kleinen Experiment hier. Aber das war jetzt einer von, ich glaube, 5 Fällen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich übrigens diese Fässer bei Yippie-Yay, Hornbach, irgendwie sowas holen. Ganz lustige Geschichte, habe ich auch nicht mit gerechnet. Im Baumarkt. Kurz vor der Gartenabteilung, wo es nach draußen geht, wo man die ganzen Sachen für im Garten holen kann und so weiter und so fort, da stehen tatsächlich Gärfässer. Und die Leute wissen Bescheid. Da ist auch ein Kühlregal mit dieser unglaublich tollen Reinzuchthefe. Ich nenne sie immer Blondie, meine arische Reinzuchthefe. Hier, weiß ich nicht, ist schon Ewigkeiten her, dass ich die mal gebraucht habe. Ist auch schon ziemlich runtergekommen, der letzte Rest. So sieht das Zeug aus. Und die versuchen wir jetzt einfach mal zu reanimieren. So, da wir jetzt hier am Rumdoktorn sind, habe ich jetzt auch hier mal von meinem Kittel.
So, den trage ich jetzt einfach mal, weil ich es kann. Und jetzt schauen wir mal, wie ich es. Wahrscheinlich nehme ich jetzt einfach mal die Kamera in den Mund. Und ja, dann halte ich auch vielleicht mal die Fresse und arbeite einfach. Nein, Quatsch, mal schauen. Also, wir haben hier auf jeden Fall die Flasche. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das am Schreibtisch mache. Zugegeben, meine ganze Hefe und Wein und alles Mögliche lagert zwar hier in meinem Zimmer, aber normalerweise arbeite ich halt in der Küche. Das ist meine 1/2 Liter Kaffeetasse. So. Dann schrauben wir einfach mal auf. Das geht natürlich total toll mit einer Hand. Ich wünschte, ich hätte irgendwie eine erotische Krankenschwester oder sowas, die mir dabei hilft. Ah! Mit der Zähne geht das noch besser. So. Jetzt ist das Ding schon mal auf. Ich hatte hier auch irgendwo Apfelsaft stehen gehabt. Es ist zu empfehlen, achtet darauf, dass dieser Apfelsaft tatsächlich seine 100% Fruchtgehalt hat und nicht irgendwie so Capri-Sonne-mäßig gepanscht wurde. Das vergärt alles mit und das ist dann weniger lustig. So, das versuchen wir jetzt einfach... Moment, ich habe doch bestimmt hier irgendwo einen Trichter. Ich mach mal eben aus und schau... Da bin ich auch schon wieder. So, frisch mit dem Trichter an der Hand. Ich habe jetzt gerade irgendwie beim Vorbeigehen... mein Internetstick gelöscht, ja. Rausgeworfen. Wenn ich Glück habe, habe ich noch Internet. Wenn ich Pech habe, dauert es noch eine halbe Ewigkeit, bis ich das Zeug hier hochladen kann. Gut, das machen wir jetzt einfach mal so leer. Es geht nicht darum, dass irgendwie groß irgendwelche Mischungsverhältnisse oder was weiß ich. Leute, probiert's einfach aus. Es geht von Honig, also halb Honig, halb Wasser, bis doppelt so viel Wasser wie Honig, geht eigentlich alles. Probiert's einfach mal aus und guckt, was euch am besten schmeckt. Genauso wie die Frage, welcher Honig? Also ich benutze im Moment einfach nur den scheiß stinknormalen, günstigen Blütenhonig und alles, was ich dann nachher an tollen anderen Geschmäckern haben will, wie Tannenhonig, Kastanienhonig, Pussemuckelhonig, Zwiebelmett mit Honig, keine Ahnung, ist egal. Kann man nachher zum Nachsüßen verwenden und lohnt sich dann einfach mehr vom Preis. Wir waren aber gerade bei unserer tollen arischen Reinzuchthefe, die wir jetzt hier reinkippen. Ganz wichtig, den Saft nicht aus dem Kühlschrank, das killt das arme Zeug. So, das Zeug ist jetzt da unten drin, vermehrt sich fröhlich weiter. Ich dachte, weiß gar nicht, darf ich das hier umdrehen? Das ist von Beerenweine der Himbeerwein. Saugeiles Zeug. Also wenn ich Himbeeren in Hülle und Fülle hätte, ich würde es machen. Aber ich muss es noch kaufen. Hallo, da bin ich wieder. Die Tatsache, dass gerade die SD-Karte voll war, ich die ganze Scheiße auf den PC schmeißen musste und zwischendurch noch mal Zeit hatte, während der Ladebalken lief, in die Flasche reinzugucken mit dem Apfelsaft und der Hefe, hat mich vor einem großen Fehler bewahrt. Wenn da, also kleiner Tipp, wenn da so lustige Sachen rumschwimmen, die aussehen, als würden sie gleich eine rechtschaffende eigene Kultur gründen und dir beim nächsten Moment da rausspringen, dann war da entweder was mit der Hefe oder mit dem Apfelsaft nicht in Ordnung. Ich würde sagen, ich nehme euch beim nächsten Mal mit in den ominösen Dingensladen, Hornbach oder was auch immer das gewesen ist, und dann kaufen wir nochmal zusammen Hefe und dann versuchen wir es einfach nochmal von vorne. Bis dahin sei gewiss, kauft euch die ganzen Klamotten, ihr braucht nichts anderes als Honig, Wasser, ein bisschen Apfelsaft, das Gärfass natürlich, wichtig, Gärstopfen. Es bringt nichts, wenn man nachher das tolle Fass hat und nachher keinen Stopfen für drauf, ist ätzend. Und ja, dann bereitet alles schon mal vor, bis ich wieder was Neues hochgeladen habe. Man sieht sich. Tschaußen. Vorab, bevor ich hier weitermache, ich habe mir gerade die Aufnahme angeschaut und habe gesehen, dass ich vom Gesicht her... das liegt zum einen daran, dass ich hier diese wundervolle Lampe habe, die mit ihrem Scheißgebamsel
mir die ganze Zeit ins Gesicht leuchtet und das ist tierisch warm. Zum Zweiten ist das nicht die erste Aufnahme und auch nicht mein erster Schluck Met. Also macht euch da nichts aus. Ja, genau das meine ich. Trinken kann ich nicht. Ah, der gute Stoff. Naja. Das war scheiße. Ich mach nochmal. Gepriesen seien die Götter für jenen holden Trank. Am Abend macht er heiter und am nächsten Morgen krank. Am Mittag in die Sonne und des Tages heller Schein. Verwandelt goldenen Honig in ganz besonderen Wein.